So, Leute, wir sind wieder da in Luigi's Mansion und wir spielen direkt weiter. Und ich habe von Drakai schon mal so eine Information gekriegt. Jetzt haben auch etliche Leute von euch auch noch geschrieben, ein Geheimgang sei hier. Und den habe ich früher nie gefunden. Was heißt nie gefunden? Ich wusste nicht, weil es den gibt. Da, Mauseloch, okay. Es soll zwei... Aha. Aha. Oh, ist ja cool. Es soll zwei Schatzkammern nämlich geben in diesem Spiel. Wow. Sind die auch Geister? Frag ich mich gerade. Außer die Dinger da oben. Wow, 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 wow. Matsch, ey, 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 ey. Wow, okay, ja, wird es. Ah, ein Feuer. Ein Eisgeist, so. Nein, ich hab kein Feuer mehr. Ah, ich bin weg hier. Weg, 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 weg. Ich will weg, ich will weg. Ich will weg, wie komme ich hier weg? Hilfe! Hallo? Irgendwie gar nicht scheinbar. Okay, tschüss. Wow. Feuer, 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 Feuer. Okay. Wer hätte mich aber vorwarnen können? Okay, klappt oder? Ich wollte gerade sagen, irgendwie. Naja. So, nochmal. Den Geheimgang kannte ich gar nicht. Ich hab das Spiel zwar schon 7-mal, ja, es waren 7-mal durchgespielt früher. Aber dennoch. Den Gang. Hallo? Darf ich jetzt mal. Danke. Komm, ihr scheiß Ledermäuse, kommt direkt mal mitkommen. Sehr schön, okay. Du auch? Zack. Eine Schatzkammer, so, das wollte ich sagen. Zack, kommst du her? Ja, sehr schön, okay. Yay! Da war irgendwo Geld gerade, irgendwo ist Geld rausgekommen. War's das? Nee, immer noch nicht. Noch mehr Geister. Da auch noch einer, komm. Nee, da ist viel Geld, okay. Yay! Weil ich habe mich früher immer gewundert, warum ich nie die große Villa gekriegt habe. Ist ja kein Wunder, wenn es jetzt zwei Schatzräume gibt und ich keinen von beiden kenne. Ja, genau. Und er macht mir gerade ziemlich drastisch viel Schaden, dieser Depp. Und nimmt mir vor allem ziemlich viel Geld weg. Nein, warum mache ich sowas immer? Wieso bin ich zu dämlich manchmal? Egal. Okay, jetzt aber. So, und das ist bitte der Letzte. Die anderen sagen, lass es Geld sein. Nein, immer noch nicht. Ah. Ich habe lange das Gefühl, das ist mehr Geist als Geld hier, aber gut. Hier ist ja doch einiges an Kohle. Und das ist eine große Kiste und... Oh ja. Da ist nichts drin. Okay. Wunderschön. Dann nur noch die da und das war's. Yay. Okay, so, jetzt aber. So, so, war das jetzt bitte alles? Dankeschön. Hier ist ein Wuhu versteckt? Ich war noch nie vorher in diesem Raum. Wieso ist hier ein Wuhu? Wow! What the fuck? Okay. Geil. Viel Money und viele... Wow. What the heck? Okay, jetzt weiß ich, warum das für Schatzkammer ist. Ich habe trotzdem nur die Hälfte eingesammelt, egal. Oh, yeah. Hier ist noch ein Buhu drin, cool. Buchstabier. Den kannte ich ja noch gar nicht. Buchstabiere. Yay, wir buchstabieren. Geil. Ja. Okay, danke an alle, die mir diesen Tipp gegeben haben. Yay. Ich nehme an, das war's. Hier, okay, ich kann wieder raus. Wait. Okay, jetzt kommen wir weiter im Spiel. Und zwar, wir wollten ins Musikzimmer. Oh ja, und das ist ein ganz toller Geist. Ich mag den Geist, allein schon, weil er Musik macht. Musizierende Geister, überhaupt musizierende Leute sind immer... Ja, sind toll. So, Nochmal einmal voll machen? Nein, nichts zum voll machen. Da oben, du? Nee, okay. So, das Musikzimmer. Seht euch das an. Wir müssen jetzt die einzelnen Instrumente aktivieren, damit sich die hier etwas tut. Nein, das Klavier. Ah, ne, das macht gar, spielt gar nicht mit. Dann nehmen die Bongos. Bam. Bam. Ach ja, das ist toll. Für jeden Musiker ein Traum. Erkennt ihr das Lied schon? Komm, spätestens jetzt. Yay, da ist die bezaubernde Maid. Lalala, ich heiße Melodia. Man nennt mich die geistreiche Schönheit der Elfenbeintasten. Welch eine rührende Darbietung.
Seit Jahrhunderten hat mich kein Stück mehr derart verzaubert. Du scheinst mir sehr musikalisch zu sein. Magst du mir meine Klaviersonate anhören? Natürlich. Gut, ich fange an. Mario Brothers 2, wenn ich 3, wenn ich mich recht entsinne, meine ich. Ja, genau. So, wunderschön. Übrigens, dieses Stück stammt aus einem berühmten Spiel. Kennst du diesen Klassiker? Mario Brothers 3. Ganz genau! Du hast recht! Ja, hier wird man auf eine Probe gestellt. Sehr beeindruckend. Wie ich sehe, bist du musikalisch annähernd so bewundert, so bewandert, wie ich es bin. Möchtest du nicht vielleicht ein wenig mit meinen niedlichen Notenblättern auseinandersetzen? Nein, möchte ich eigentlich nicht. Ja, jetzt greifst du uns nämlich an. Oh mein Gott, hinter uns spielt die Sonate des Todes! Und jetzt krallen wir dich. Okay, Prinzessin, komm her. Melodia, so macht man keine Musik. Kein kommerzieller Durchbruch für dich heute. Du landest nicht in den Charts! Jetzt komm her und bleib in meinem Sauger. Für dich gibt es keine Chartplatzierung. Höchstens Platz 31. Nach Quatsch, schon viel zu hoch. Platz 86 in den australischen Albumcharts. Ja, genau. Okay, die Kiste machen wir gleich auf. Ist vielleicht ja noch Geld drin. Aber nein, hier ist ein Buhu. Okay, rate, wo ich Bumeo heiße. Ja, warum heißt er Bumeo? Weil er jetzt eingesaugt wurde. Deswegen. Wir sind der kalte Geister. Hier gibst du die geniale Erfindung. Bist du begeistert? Ja, und ich hatte ehrlich gesagt nicht mehr in Erinnerung, dass der IG so viele Flachwitze hintereinander reißen würde. Luigi, mach die... Hallo? Oh, ey, ohne Scheiß, was haben die Leute, die dieses Spiel entwickelt haben, sich bei dieser Animation gedacht, wie Luigi die Kisten öffnet? Beim besten Willen, ohne jetzt irgendwelche perversen, zweideutigen Gedanken zu hegen, das sieht sehr, sehr merkwürdig aus. Mario! Mario! Nein, noch nicht, dafür habe ich wohl noch nicht... Da habe ich wohl noch nicht genug wenig genug Leben. Wow. Machen wir erstmal sauber hier, es geht ja gar nicht. Da hinten ist etwas Tolles, seht ihr das? Ja, lecker, lecker, lecker. Ein toller, fetter Geist. Da. Und, Moment. Ja, der ist schon eine Weile hier wahrscheinlich und frisst. Wahrscheinlich frisst er schon, seit er tot ist. Niemand sieht mich in dieser Finsternis, nein. Niemand, niemals nicht. Wunder, wunderschön. Okay, was müssen wir machen? Ja. Finsternis, hat er gesagt. Sehr schön. So, und zack. Wisst ihr, was wir jetzt machen müssen? Weg mit seinem Kuchen. Oder erstmal die Tischdecke vielleicht. So. Zack. Wir müssen ihn wegsaugen. Diesen Kellner hier. Weil der bringt neues Essen. Und wir müssen sein Essen wegsaugen. Oder den? Nein, nein, Quatsch. Wir müssen sein Essen... Ne, jetzt weiß ich. Sein Essen müssen wir nicht wegsaugen. Wir müssen sein Essen, ja? Kommt der Kellner. Hallo? Er muss sein Essen nämlich wegfressen, das ist das Problem. Wenn er es nicht wegfrisst, dann können wir, dann wird er nicht sauer. Und dann heißt das, wir können ihn nicht. Ja, also er frisst sein Essen weg und dann ist er sauer, weil er nichts mehr auf dem Teller hat. Das ist das. Doch, doch, wir müssen es wegsaugen, da sage ich doch. Da seht ihr das? Hahaha. Na komm schon. Hallo, au, 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 au. Ja, wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich den einsaugen kann. Denn er will irgendwie nicht so recht. Kumpel, lass dich einsaugen. Na? Irgendwie will er nicht. Und ich krieg ganz viel ins Leben. Ahaha. Mario, nein. Da war der schöne Schrei. Wie mache ich das jetzt? Kumpel. Dicker. Hä? Hallo? Ich möchte dich bitte einsaugen. Wie geht das? Wieso macht der nichts mehr? Irgendwie... Hä? Ich check's nicht, ich check's nicht, ich check's nicht, ich check's nicht. Und gleich bin ich tot. Hä? Wie geht das? Wieso macht er nichts? Ich will sein Herz sehen. Irgendwie. Da jetzt! Geht doch, okay. Muss ich doch. Irgendwie muss ich hier noch ein Schiff machen. Okay. Komm her, du fette Sau. Guck dir die nochmal an!
Gerade eben haben wir gegen so eine schöne Maid gekämpft und jetzt... gegen so eine schöne Musikerin und jetzt kämpfen wir gegen so einen fetten Klops. Ich kann mir schon vorstellen, welche Rolle der im Haushalt gehabt hat. Das war der, der als erster im Essentisch war und als letztes gegangen ist, weil er noch alles von anderen Familienmitgliedern aufgefressen hat. So, komm her, fette Sau. Los, los, los! Weil ich kann verstehen, Essen ist natürlich schon was... ja, leidenschaftliches. So,